Herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht am 4. Juni. Schön, dass Sie da sind. Luft, Wind, ein zartes Rauschen, ein sanftes Plätschern von Regen oder Wellen, darin ist Ruhe. Ruhe ist mehr als Stille. Ruhe ist ein zuverlässiges Gleichmaß, ein fließender Rhythmus, keine Aufregung. Und das Gefühl, es ist schon gut, wie es ist. In der Ruhe kann man sein. Einfach so. Selbstverständlich. Nichts treibt, nichts zerrt. Der Moment genügt. In der Ruhe fließt etwas von Erlösung. Die heutige Tageslosung entstammt dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33, Vers 14, also der Erzählung von der Wüstenwanderung des Volkes Israel nach dem Auszug aus Ägypten. In unserer Tageslosung verheißt Gott dem Volk Israel Ruhe. Der Herr sprach: Mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Ruhe verheißt Gott. Und wenn Gott in der Wüste, von der es heißt, sie sei ein stiller Ort, Ruhe verheißt, dann verstehen wir, dass es auch hier um mehr geht als um Stille. Gott verheißt seinem Volk eine Lebensruhe, einen Ort, an dem es sein kann, unangefochten von unwirtlichen Lebensbedingungen, zwischen Milch und Honig. Gott verheißt diese Ruhe. Aber er ist da, längst vor dieser Ruhe. Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Und darum können auch wir mit den Spuren Gottes in unserem Alltag rechnen. Damit, dass er vorangeht. Gleichgültig, wie trubelig und hektisch oder wie wüstenhaft anstrengend unser Alltag ist. Dass diese Zusage Ihnen heute ein wenig Lebensruhe schenken möge, wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin Michaela Stock aus Neustetten.